So, jetzt müssen wir uns aber beeilen, sonst sind wir unpünktlich. Moin, moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute, das ist ja fast hier schon wie ein Lampengeschäft. Überall hängen hier Lampen. Eins, zwei, drei. Im Übrigen, die habe ich alle gebaut. Check doch einfach mal unten die Videobeschreibung, dann wirst du fündig. Also zu jeder Lampe gibt es eine Anleitung. Und heute gibt es zu dieser Deckenlampe, Hängelampe eine Anleitung. Ist ganz einfach nachzubauen. Und ja, ihr braucht auch eigentlich gar nicht so viel Werkzeug dafür. Also ein sehr einfaches Projekt. Und ich würde mal sagen, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Ich ruhe mich so lange aus. Bevor wir loslegen mit dem Zuschnitt, immer dran denken, Gehörschutz, eventuell einen Atemschutz und eng anliegende Kleidung zu tragen. Dies ist das A und O mit dem Umgang mit den Maschinen. So, genug fachgesimpelt, jetzt können wir endlich loslegen. Ich schneide hier eine 4 mm Sperrholzplatte an meiner Tischkreissäge zu. Das Blatt habe ich auf 45 Grad geneigt, um somit später mehrere Arbeitsschritte zu sparen. Nun stellen wir uns die Tiefe bzw. die Breite ein, wie das Quadrat von der Lampe nachher werden soll. In dem Falle sind das ungefähr 150 mm. Wie ihr vielleicht erkennen könnt, haben die vier Platten links und rechts einen 45-Grad-Schnitt. Nun schneiden wir das Ganze auf Breite und schon haben wir uns ein Gramm hergestellt. Und nun müssen wir die Rahmen nur noch zusammen verleimen. Und dies geschieht auf Gärung. So eine Eckverbindung ist super einfach nachzumachen und auch umzusetzen. Wie ihr sehen könnt, verbinde ich die einzelnen Hölzer mit einem Klebestreifen. Und später drehen wir das Ganze dann um, geben Leim in die Gärung und falten das Ganze zusammen zu einem Quadrat. Und so habe ich insgesamt 8 Rahmen miteinander verleimt. Diese ergeben dann im Grunde schon den Lampenschirm. Das letzte Quadrat habe ich noch mit einer Bodenplatte ausgestattet und diese auch mit Leim verleimt und Klebeband fixiert. Nachdem wir die einzelnen Rahmen geschliffen haben, können wir das Ganze auch nun zu einem Lampenschirm zusammen verleimen. Ich setze einen Rahmen auf den anderen, markiere das Ganze mit einem Bleistift und danach gebe ich an die markierten Stellen ein Tupfen Leim an und drücke den Rahmen auf den anderen drauf, bis ich meine 8 Rahmen übereinander verklebt habe.
Und zum Schluss braucht der Leim natürlich wieder einen gewissen Druck, damit er abbinden kann. So, nun braucht unser halbfertiger Lampenschirm noch eine Bohrung, und zwar für die Fassung. Die Fassung und das Textilkabel habe ich miteinander verbunden. Ihr könnt natürlich auch fertige Sets bereits kaufen. Um die Lampenfassung mit dem Lampenschirm zu verbinden, benötigen wir ein Loch oder einen Kreisschneider. Dieser hier ist sehr simpel aufgebaut und ihr könnt damit verschiedene Größen von Löchern oder Kreise ausschneiden oder sägen. Um den Mittelpunkt von so einem Quadrat zu ermitteln, müsst ihr einfach nur die beiden Eckpunkte miteinander verbinden, beziehungsweise die Diagonale. Und schon habt ihr den Mittelpunkt von einem Quadrat ermittelt. Und dies ist euer Bohrpunkt, wo ihr nun den Kreis- oder Lochschneider ansetzt. Nachdem der außergewöhnliche Lampenschirm auch fertig ist, können wir die Oberfläche behandeln. Ein kleiner Tipp von mir: Wickelt den Pinsel bzw. die Pinselspitze nach dem Streichen mit einer Folie ein. Somit schützt ihr den Pinsel vorm Austrocknen und ihr könnt ihn danach wieder verwerten. Ich verwende hier eine Wachslasur, die ich mit einem Pinsel auftrage. Diese Lasur schützt das Holz und verleiht dem Holz gleichmäßig Farbe. Diese Lasur gibt es natürlich auch in unterschiedlichen Farbtönen. Dies ist der Ton Mahagoni. Aber die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Deshalb seid kreativ und geht nach euren eigenen Geschmack. Tausend Lampen. Wenn ich jede Lampe verkaufen würde, dann wäre ich ja schon Millionär. Oh, da seid ihr ja schon wieder. Oh. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und ja, wie immer ist hier das nächste Video, beziehungsweise das letzte Video von mir. Und hier ist der Abonnier-Button, den verlinke ich mal hier oben, falls er mich noch nicht abonniert hat. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Und ich wünsche euch viel, 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 viel Spaß beim Nachbauen. Bis dahin, ich lege mich so lange hin. Und ich würde sagen, ja, bald ist es soweit. Nee, arbeiten. Ich muss jetzt Videos schneiden. Boah, ganze Kabellage hier.